Hallo Leute, was geht? Da AC1005 hier mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Ich habe mich, wie das letzte Mal versprochen, zurück auf den Weg nach Neon gemacht und habe den Kampf kurz mal ausprobiert. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt diese Milah Hana oder wie die heißt, die Frau, schlagen können. Ich habe das jetzt schon mal probiert, habe hier gespeichert praktisch, habe ich jetzt den dritten Kämpfer besiegt. Und nachdem mir eine Tastatur funktioniert, Moment. So, können wir auch gegen die Alte kämpfen. Na, dann wollen wir mal. So sieht's aus. Also, es hat vorhin eigentlich ganz gut geklappt, dieser Kampf. Schauen wir mal, wie der jetzt funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Man muss schon mit relativ vielen Heiltränken und so weiter arbeiten. Und meine Tastatur, die mag mal wieder nicht. Moment. So, jetzt mag sie. Okay. Muss man immer ein bisschen schauen. Irgendwie, glaube ich, sind da die Batterien eventuell ein bisschen leer. Okay, einfach immer mit dem Kombinationsspiel auf die Alte drauf. Weil einschläfern können wir sie sowieso nicht. Von dem her ist es wurscht. Nur immer drauf schauen, wenn sie irgendwelche steigernden Attacken macht, dass man das immer gleich heilt. So wie Gaia oder so. Das ist, oh, dünner Wetter. Gleich mal ein Elixier rein. So, sieht das schon mal sehr gut aus. Oh Mann. Da brauchen wir den Superhalter. Ah! Scheiße. Das ist natürlich mal wieder der Vorführeffekt, wie so oft. Vorhin habe ich immer den Erstangriff bekommen. Und da hat es ganz gut geklappt. Aber irgendwie mag sie mich jetzt anscheinend nicht. Mag sie nicht nochmal verlieren, sozusagen. So auf die Art. Na logisch, gleich mal eingeschlafen, freilich. Ich muss weg. Na dann. Fun, oh fun. Das gibt's doch nicht. Einmal, wenn man es hier zeigen will, dann klappt's wieder mal nicht. Ach ja, das ist doch einfach schön. Einfach super schön. So, komm schon. Daneben, sehr gut. Der geht natürlich nicht daneben, war ja mal wieder klar. Das gibt's doch nicht! Wieso kriegt die Alte jetzt ständig den Erstangriff? Ich flipp aus. Es hat vorhin so schön geklappt. Oh Mann. Komm schon, Tavio. Du schaffst sie auch nochmal. Auch wenn sie uns fast mal wieder eingeschläfert hat. Okay, sehr gut. Flip. Kein Thema, sowieso daneben. Logisch, mal wieder den Gaia-Nei, freilich. Das gibt's doch nicht! Die Alte kriegt ständig den Erstangriff. Na komm schon. Variablen und so weiter steht bitte gut für mich. Freilich, Glor. Naja. So. Nockenhieb. Ein bisschen ungeschickt. Macht aber gar nichts. Daneben. Klar. Einmal, wenn die Alte Nackenhieb macht, dann funktioniert das auch noch. I love it so much. Klick. Tabio schläft natürlich nicht ein. Sehr gut. Das ist schön. Kannst du mal wieder aufhören? Bitte. Danke. Ganz, ganz lieb von dir. War klar, dass Tabium jetzt schläft. Nackenhieb, ciao. Gut, vielleicht hätte man das, was ich vorhin geschafft habe, auch sein lassen sollen. Und ich hätte einfach euch gezeigt, wie man den Kampf dann gewonnen hat und fertig. Aber irgendwie... Ach ja, habe ich immer diesen Drang, alles ein bisschen zu zeigen. Und vielleicht war das ein Fehler. Man weiß es nicht so genau. Naja. Kann mir auch egal sein. Obwohl, kann mir nicht so egal sein. So, komm schon. Okay. Das ist ein Fall fürs Elixier. Zack. Sehr gut. Gaia. Oh, das tat weh.
Nein! Ich flipp aus. Gut, wir werden es jetzt noch geringfügig oft probieren und sollte es nicht klappen, werden wir das schnell im Offplay erledigen, denn ich möchte diese Perle schon gern mal haben. Die ist nämlich wirklich nicht so schlecht. Also das, was man da bekommt, ich habe nichts gesagt. Atze, du verplapperst dich hier schon wieder. Was ist hier nur los? Nicht gut. Ja, ist gut. Mann. So, heilen. Mensch, da verbraucht man so viele Heiltränke in dem Kram. Das ist unglaublich. Naja, ohne Hilfe meiner Partner ist das halt so, ne? Was willst du machen? So, ich würde sagen, wir schmeißen trotz allem ein Elixier ein. Ja, ist gut. Klappt wahrscheinlich eh wieder nicht, weil ungeschickt. Ja, nee, hat sogar geklappt. Okay. Ich habe nichts gesagt. Nein! Ah! Bis zu einem bestimmten Punkt ist der Kampf ja ganz schön, aber irgendwie soll es wohl nicht so sein. Ja, komm, noch ein Versuch für mich. Genau, gleich mein Gaia rein. Wundervoll. Wundervoll, toll. Supi, happy, fun, awesome. Schön und so weiter und so fort. So, komm schon, Xai, Tapio. Bla, was laber ich hier für eine Scheiße? Oh. Nee, wir brauchen den Superheiltrank. Unbedingt. So, Kombinationsspiel. Ein Fall fürs Elixier. Kann die Alte eigentlich auch was anderes wie Nackenhieb? Ich habe ja stark das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Oh yeah. Nein! Oh, Donnerwetter! Das war sehr viel Glück. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nass, Hobby. Supi, happy, fun mäßig. Kann eigentlich das Ungeschick da unten mal wieder weggehen? Es nervt. Ganz ehrlich, es nervt. Ja, ist ja jetzt mal gut wieder, ne? So. Weißt du Bescheid? Nein. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal wieder einen Schnitt und wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Kampf geschafft habe. Also bis dann, Leute. Hallo Leute, da ist wieder der Atze, ich bin zurück. Nachdem es mir jetzt, nach dem 5. oder 6. Versuch einfach zu blöd war, ganz ehrlich, habe ich im Inventar noch so einen schönen Kraftschutzstein gefunden. Der macht Tabio stärker und schützt ihn. Und mit ein wenig Glück und diesem Steinchen habe ich den Kampf jetzt geschafft. Naja, man weiß es nicht. Level für Tabio. Vorhin hat das eigentlich besser funktioniert ohne irgendwelche Steine. Okay, das ist unglaublich. Der Herausforderer konnte Mihala besiegen. Damit ist er der neue Champion. Was soll das hier auf zu applaudieren? Noch lauter. Das reicht. Oh, jetzt geht's ja ab. Ciao. Oh, jetzt gibt's sofort Zerei. Ey, ja, was auch immer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über unsere Tierrädelverteidigerin. Nö, wende dich an den Empfang, um deinen Preis abzuholen. Dankeschön. Yay. Ich bin schwer beeindruckt von deinem Sieg über den Champion. Ohne große Worte überreiche ich dir hiermit deinen Preis. EP-Perle erhalten. Dum, dum, dum. Eine Perle und was kann ich jetzt damit tun? Die EP-Perle ist der perfekte Gegenstand für eine Gruppe von Campern, wie ihr es seid. Sie ist dazu in der Lage, die Kraft einer erwählten Person zu teilen und auf die Gruppenmitglieder zu übertragen. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Der Träger überträgt seine kompletten Erfahrungspunkte an die gesamte Gruppe, jedenfalls sofern die Gruppenmitglieder sich nicht auf einem höheren Level befinden und nicht kampfunfähig sind. Verstehe. Hüller, nimm du sie. Was? Warum ich? Du warst es doch, der das Turnier gewann. Ich habe keine Verwendung für das Ding. Ich denke einfach, dass es besser wäre, wenn du sie trägst. Wenn ich dir damit einen Gefallen tue, dann werde ich sie eben nehmen.
So kenne ich unsere kleine Anführerin. Aus dir könnte eine großartige Kämpferin für Gerechtigkeit werden. Wie war das, kleine Anführerin? Ach, schon in Ordnung. Gehen wir weiter. Jo, wir haben jetzt die EP-Perle. Lilas Erfahrungspunkte werden auf alle Charaktere übertragen. Und das ist sehr schön, denn man sieht schon, vorher waren da ziemlich große Unterschiede, sage ich jetzt mal, drin. Ja, wir können es ja eigentlich mal zeigen. Ich speichere mal auf 4 und gehe nochmal auf den 1er. Nee, auf den. Na gut, das ist wurscht eigentlich. Und da haben wir jetzt schon, man sieht schon hier, Sarosh ist 23, Xai ist 29, Fair ist nur 19, Susuna zum Beispiel 35. Und wenn wir jetzt den neuen Spielstand nehmen, dann hat die Perle schon viel gebracht. Denn die gute Fair ist jetzt Level 30, es ist alles ein bisschen angeglichen worden. Praktisch. Und man sieht schon, also alle eigentlich jetzt Level 30 bis auf Tarasa, Aras, Julia und Susuna. Aber die Erfahrungspunkte werden ja dann gleichmäßig verteilt und dann gleicht sich das demnächst schon bald wieder aus. Okay, dann haben wir dieses Kapitel erledigt. Dann würde ich sagen, können wir, da wir schon in Neon sind, gleich nochmal das Problem mit diesem VIP-Club angehen. Und zwar hieß es ja da, es kommen nur praktisch richtige VIPs rein oder welche, die jemanden aus Neon kennen, und wir kennen jemanden aus Neon, und zwar die Kitori-Schwestern, und da fragen wir doch mal, vielleicht können die uns da helfen. Ich glaube, es war die Schwester mit den blauen Haaren, die konnte uns da, glaube ich, helfen. Hallöchen. Was treibt euch denn hier nach Neon? Wart ihr schon mal im nördlichen Teil unserer schönen Stadt? Ja, da waren wir schon. Der Bereich scheint wohl nur für wirklich wichtigen Persönlichkeiten zu sein. Oh. Seid ihr daran interessiert, in dem Club eingelassen zu werden? Glaubt mir, es lohnt sich. Nicht viele Leute haben die Ehre, ihn von innen zu sehen. Wenn es sich denn wirklich so lohnt, was müssen wir dafür tun? Meine Schwestern und ich könnten euch empfehlen. Dann könnt ihr mit unserer Sondergenehmigung eintreten. Aber ich hoffe, ihr erwartet jetzt nicht, dass wir dies einfach so machen werden. Naja, überlegt es euch, ob ihr es machen wollt. Wenn ihr uns davon überzeugen wollt, dass ihr es wert seid, zu den VIPs zu gehören. Oh ja, ich habe eine schöne Idee. Wir lieben schöne Blumen, doch die schönsten Blumen gibt es leider nicht hier in der Umgebung. Exotische Pflanzen mit schönen Blüten, das ist es, was wir begehren. Ich denke, meine Schwestern wären von dieser Idee ebenfalls begeistert. Ihr wollt, dass wir euch Blumen pflücken? Ist das euer Ernst? Nicht einfach irgendwelche Blumen. Die Rose der Wüste, die Blüte des Vulkans und die Blume des kalten Eises. Bringt uns eine von jeder Sorte, dann werden wir selbstverständlich eine Empfehlung für euch aussprechen. Für sowas haben wir keine Zeit, dennoch danke für das Angebot. Wenn das eure Entscheidung ist, akzeptiere ich das, aber das Angebot besteht weiterhin. Natürlich haben wir für sowas Zeit, Lilea. Schließlich müssen wir nicht die Welt retten. Und naja. Okay, wir sollen 3 Blumen besorgen. Und die eine befindet sich in der Wüste, in der Nazo-Wüste. Die andere ist im Kratos-Vulkan und die andere ist in der Gegend hinter dem Fuyuki-Gebirge. Wir können jetzt nochmal schauen, ob wir irgendwas gebrauchen können, was ich allerdings nicht glaube. Nö. Und na gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ich würde sagen, das mit den Blumen kann man eventuell gleich mit erledigen. Na gut. Die Wüste, nee, die Blume der Wüste. Okay, da wären wir eh gleich dort. Weil das ja gleich in bei Ding ist. Beim Fuyuki-Gebirge hätten wir die des Eises und die der Wüste. Gut, für den Kratos-Vulkan müsste man etwas länger laufen. Aber ich wollte sowieso erst noch ein paar Nebenquests machen, bevor ich dann hier so wirklich weitermache, sagen wir es mal so. Und dann würde ich sagen, ihr braucht euch jetzt nicht das ansehen, wie ich hier wieder den ganzen Weg renne. Ich mache hier einfach nochmal einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir in der nördlichen Region sind. Bis denn! Jo, und da bin ich trotzdem noch mal kurz. Und zwar habe ich noch was vergessen. Wir können natürlich hier in Arges, wo das Theater mal gestanden war, da ist hier die Erde an dieser Stelle ist sehr locker, können wir natürlich noch mit Malers Wurzelschaufel was freibuddeln. Und da können wir dann runter. Da ist nämlich noch eine Kiste. Mit der Gitarre, dem letzten Instrument. Dann können wir nämlich diese Quest auch noch erledigen.
Das war, Moment, wo war das? Das war doch war das in Sabora? Ja, das war auch in der Wüstenstadt, da müssen wir ja sowieso hin. Na gut, dann mache ich hier nochmal einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Der Arzt 1005 hier. Ich habe mich jetzt doch entschieden, da ich ja eher auf dem Richtungspfad dann war, erstmal nochmal Richtung Krytios zu gehen. Und ja, ich bin jetzt hier im schönen Kratos-Vulkan. Und hier ist doch eine Blume, die irgendwie anders aussieht wie die anderen. Vulkanblüte erhalten. Das war es auch schon hier. Und damit hätten wir Blume 1 von 3. Die ist dann auch hier irgendwo. Kann man die sich auch angucken, wenn man möchte. Oder? Ja, Vulkanblüte. Eine seltene Blume, die nur am Kratos-Vulkan wächst. Gut. Da die Laufwege mal wieder furchtbar lang und furchtbar unschön sind, schneide ich das wieder raus. Wir sehen uns gleich. Der AC 1005 wieder. Ich habe mich doch kurzerhand umentschieden. Und zwar sind wir jetzt hier kurz vor dem Richtungspfad. Da geht es jetzt nach oben, also Richtung Krytos. Und da war ja diese Brücke, wo wir noch nichts tun konnten. Der Mechanismus der Brücke klemmt. Und zwar ist mir da was eingefallen, das können wir ja auch noch machen. Und zwar mit der Hilfe von Tapios Schockleiter. Funktioniert der Mist wieder. Die Brücke baut sich auf. Und das werden wir als nächstes machen. Dumpty-Dum. Das ist auch wieder eine Nebenquest, die man hier erledigen kann. Oh, der düstere Wald mit düsterem Nebel und noch mehr Düsterzeug. Okay. Oh, Donnerwetter. Oh Mann. Wow, ein gigantisches Anwesen. Eben, für einen ganz kurzen Moment, es fühlte sich an wie ein Stechen mitten im Herzen an. Mit diesem Ort stimmt irgendetwas nicht, wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten. Doch, Lylea, wir werden das Gebäude dann betreten, allerdings erst in der nächsten Folge, da ich jetzt hier gerne Schluss machen möchte. Ich wollte euch nur noch kurz zeigen, was wir dann beim nächsten Mal so tun werden. Ich bin der AC105, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Und naja, bis zum nächsten Mal dann und ciao, ciao!